Er ist ein echter Folkpoet. Seine Musik, schon fast ein flüsternder Gesang, unterliegt mit ruhigen Gitarrenakkorden. Und sein Markenzeichen, der Bart. Ja, das ist William Fitzsimmons. Der Musiker schafft es auch auf seiner neuen Platte Lions, den Hörer in seine melancholischen Klangwelten zu ziehen. Ich glaube, der Grund, warum die Leute meine Musik hören, ist, dass ich ganz ehrlich über Dinge spreche. Ja, und so habe ich für mich entschieden, einfach mein Leben weiterzuleben und zu schreiben, was immer auch rauskommen sollte. Und so entstand auch Lions. Ich habe Gitarre gespielt, war mit meiner Tochter zusammen und so kamen meine Songs zustande. Ganz natürlich und ohne, dass ich es wusste, hatte ich plötzlich ein Album. Auf dem neuen Album verarbeitet der Folkmusiker Themen, mit denen jeder etwas anfangen kann. Emotionen, mit denen jeder auf die eine oder andere Art im eigenen Leben konfrontiert wird. In seiner Musik wirkt er sehr melancholisch, doch das ist nur eine Seite des William Fitzsimmons. Denn auf seinen Konzerten gibt er sich humorvoll und ziemlich selbstironisch. Seine Lions-Tour startet in Deutschland, geht durch Europa und endet in seiner Heimat, den USA. Zu Deutschland hat er aber eine ganz besondere Beziehung, auch wegen der landestypischen Genüsse. Ja, ich muss sagen, Bier. Es ist eine meiner Lieblingssachen, wenn ich hierher komme. Ich lebe im Mittleren Westen. Wir haben da fast keinen Bierimport. Deshalb ist es immer besonders, hierher zu kommen. Wer sich William Fitzsimmons live anschauen will, tja, das wird leider schwierig, denn fast alle Konzerte sind ausverkauft. Aber dafür steht ja jetzt sein neues Album Lions schon in den Plattenläden.